kunnen ze die performance hier de mitarbeiter beoordelen? Was is het? Nemen de concrete cijferen nog wichtiger? Die antwoord voor ze met de videotip der woche. Ja, lieve toeschouwer, wie beoordeelt man die performance der mitarbeiter? Natuurlijk, je ziet het zwarte zalen zo schrijven, gewinst zo erzielen, dat is natuurlijk als letztendlich het ziel jedes ondernemen. Doch wie erreicht man optimale resultaten, wie erreicht man optimale ergebnisse? Ik nenne ze gerne mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Dat war beim ersten Gespräch mit dem CEO eines Unternehmens, das auf einmal schlechte Leistungen erzielte. Ik spürte, in einer Ecke seines Büros konnte man ein Bildschirm sehen und auf dem der aktuelle Aktienkurs live angezeigt würde. Es wurde mir schnell klar, dass eigentlich nur der Stand der Aktien ihm am wichtigsten war. Mit dieser Einstellung hat jarenlang geführt. Also war diejenige, die 150% seines Budget realisierte, für ihn König und wurde befördert. Und natürlich hatte die ein Problem mit dem Krankenstand. Das war, Entschuldigung, dass ich ein bisschen zynisch bin, das war das Problem der Personalsabteilung. Ja, ein Beispiel, meine liebe Zuschauer, was passiert, wenn man nur in die Quantität guckt und auf Quantität auf reine Zahlen führt und dass nicht die Qualität eigentlich wichtiger ist. Wir kommen zurück zu das Thema. Das meint, wie beurteilt man Performance? Wenn Sie investieren, zu viel investieren, of eigentlich nur das Wichtigste ist die Zahlen, dann wird bestimmt das Wohlgefühl, Sie sehen es hier in dieses Graph, dann wird bestimmt das Wohlgefühl in Ihr Unternehmen wird nach unten gehen. Und wenn das Wohlgefühl, die Motivation in Ihr Unternehmen nach unten geht, dann hat das natürlich ein negatives Effekt auf die Zahlen. Nein, investieren Sie in das Wohlgefühl Ihrer Mitarbeiter. Damit würden Sie die optimale Zahlen haben. Und mit optimalen Zahlen ist die Motivation im Ganzen, in die ganze Kultur, ist dann auch mal die beste. Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter, investieren Sie in die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter. Das meint, wenn es geht um Performance, geht es natürlich erste Schritt ist die Qualität. Und mittels der Qualität haben Sie die bessere Quantität. Und das ist ein Kreis, das geht von 1 nach 2, nach 3, nach 4 und dann fangen Sie wieder an. Das ist die Beurteilung Ihrer Mitarbeiter, basiert auf Qualität und Quantität. Mittels Mitarbeitergespräche, mittels tägliche Coaching, mittels die Ambitionen Ihrer Mitarbeiter kennen, mittels die Talente Ihrer Mitarbeiter kennen. Damit, liebe Zuschauer, kommen wir auf den Tipp diese Woche. Machen Sie und managen Sie, obwohl die Qualität als auch die Quantität. Das ist wieder das Wissen. Denken Sie darüber nach, setzen Sie es um und damit würden Sie ab morgen bestimmt noch mehr Erfolg haben. Viel Glück dabei! Bleiben Sie uns treu und holen Sie sich jede Woche das beste Fachwissen für Ihre Entwicklung.